Teufel. Gib mir 2 Minuten und ich zeig dir meine Welt. Kontrolliert von zerstörerischen Machten und dem Geld. Von Leuten, deren Meinung nach du ihnen nicht gefällst. Du es interpretierst, als wär's deine selbst. Jeder hier braucht Hilfe, doch dafür gibt's kein Held. Deine tägliche Frage, die du dir noch stellst: Ist es die Angst vor dem Tod? Oder einfach nur vor der fremden Welt? Shit, wie läuft es da wohl ab? Sag mir, ist es wirklich besser? Man stellt sich die Frage, geht es denn noch schlechter? Passt auch jemand auf dich auf? Gibt es einen Wächter? Oder ist es nur wie hier? Hört das typische Geläster? Ist es eine Welt voll Brüdern, voll Schwestern? Sind wir in Gottes Namen vielleicht alles nur Tester? Das Leben schlägt wieder zu, immer fester. Engel und Teufel fangen an zu würfeln. Es gibt so viele Dinge, die der Wahrheit bedürfen. Engel und Teufel, die diese Welt zerstören. Engel und Teufel fangen an zu würfeln. Du hast es selbst in der Hand, du musst nicht auf sie hören. Engel und Teufel, die diese Welt zerstören. Viel zu vielen ist es wichtig, was die anderen denken. Aber ich bin anders, das Ganze könnt ihr euch gern schenken. Ich weiß, ihr versucht uns auf eurem Weg zu lenken. Doch ich gebe euch eine Geste und fang an, meinen Kopf zu senken. Ihr sitzt dort Tag für Tag, leg ich auf den Bänken. Gebt euch richtig Mühe, jeden in die Gesellschaft einzurenken. Doch dazu braucht es weitaus mehr, als nur die Welt in Leid und Trauer zu versenken. Doch ich blick durch euch hindurch, ich erkenne eure Furcht. Ja, die Angst vor was Neuem, ja, die Angst vor was Fremden. Doch lasst es euch gesagt sein, ja, ich lass mich nicht weiter von euch blenden. Shit, das ist meine Message und diese werde ich senden. Jedem, dem es nicht passt, den werde ich entfremden. Wenn ihr mich wirklich aufhalten wollt, ja, dann müsst ihr mein Leben beenden. Engel und Teufel fangen an zu würfeln. Es gibt so viele Dinge, die der Wahrheit bedürfen. Engel und Teufel, diese Welt zerstören. Engel und Teufel fangen an zu würfeln. Du hast es selbst in der Hand, du musst nicht auf sie hören. Engel und Teufel, die diese Welt zerstören.